Hier erfahrt ihr, wie ihr diesen Leuchtturm nachbasteln könnt. Dafür benötigt ihr die ausgedruckte Vorlage, ein weißes Blatt Papier, Schere und Kleber und wenn ihr möchtet noch ein paar Buntstifte. Zuerst wird die Rückseite der Vorlage mit Kleber eingestrichen und dann das weiße Blatt Papier darauf gelegt und festgeklebt. Schneide nun die Leuchttürme an der gestrichelten Linie aus. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die weiße Rückseite der Leuchttürme bemalen, damit die von beiden Seiten schön aussehen. Dafür kannst du den immer wieder umdrehen und dir die Stellen markieren, damit du weißt, wo der rote Streifen genau langläuft. Schneide nun die Leuchttürme an der gepunkteten Linie ein, den einen von unten und den anderen von oben. Jetzt kannst du die beiden Türme ineinander stecken und aufstellen. Fertig ist dein Leuchtturm. Viel Freude beim Nachmachen!